lieber Wolfgang, du sagst immer einen wunderschönen guten Tag. Und das mit so richtig herzlichem Ton, sodass man weiß, du bist ganz bei dem Gespräch. Deshalb einen wunderschönen Abend. Herzlich willkommen in Kultur. Vielen Dank. Und jetzt schauen wir uns ein bisschen um. Genau, und schauen uns deine Gemeinde an, die ja zukünftig noch mehr deine Gemeinde sein wird. Ab dem 13.09. bist du dann da. Wir stehen ja gegenüber vom Rathaus, da kommen wir gleich ab noch. Ab dem 1.11. Da kommen wir gleich noch hin. Aber vielen Dank, dass wir diesen Rundgang machen können und wir uns über das unterhalten können, was die Gemeinde braucht. Das hier ist Wickedes Fußgängerzone. Ja, also eigentlich kann man nur vom verkehrsberuhigten Bereich sprechen, weil Fußgängerzone bedeutet normalerweise, dass dort nur Fußgänger gehen. Das ist in Wickede anders, bei uns fahren Autos. Und hier fahren sie aufgrund des Straßenbelages auch noch nicht immer so langsam, wie sie sollten. Ganz Schritttempo werden hier angesagt. Das ist zum Beispiel etwas, wo ich das ändern möchte. Ich glaube, dass allein schon das im Kopf was ändern würde, wenn wir den Straßenbelag ändern und Pflaster legen. Das ist ein kleines Beispiel, wo man mit wenig viel erreichen kann. Ich meine, das Entscheidende ist ja, dass verschiedene Verkehrsteilnehmer zusammenkommen müssen. Das heißt, in so einer Zone hier müssen zusammengehen Fußgänger und Autos, wenn man sie nicht ganz recht bekommt. Fahrradfahrer habe ich noch keine gesehen. Gibt's das auch? Macht auch etwas schmutzig. Fahrradfahrer haben wir aber natürlich. Wir haben ja einen Vorteil Radweg und viele kommen auch gerne hier zum Marktplatz, um dann eine Pause zu machen oder Eis zu essen. Wir sind aber, glaube ich, heute auf dem Fahrradweg. Eine Ruhe bewegen. Sind viele unterwegs. Ja. Die auch gerade und trotz und wegen Corona, glaube ich, viele Leute leider auch noch mehr Zeit haben. Nämlich Freizeit haben sie eigentlich eher nicht gerne nicht hin. Ja. Aber das habt ihr auch was getan. Gut, dass wir Kurzarbeitergeld haben und das so schnell und unbürokratisch. Ja. Und ich sag mal, die frohe Botschaft dabei ist ja, dass ich denke mal im September das Kabinett die Kurzarbeiterregelung verlängern wird. Weil so schnell ist diese Krise nicht vorbei. Ja. Was wir uns alle wünschen würden, ist aber nicht so. Aber entscheidend ist, dass eben über Kurzarbeitergeld die Menschen in ihrer Arbeit gehalten werden. Und die entlassen werden, sondern das so unterwegs zu behalten. Nein, das sage ich auch immer. Ich habe 2 Jahre lang das bei der Agentur für Arbeit gemacht, also sowohl ausgezahlt als auch geprüft. Und ich kann auch allen immer nur sagen, es sind die Jobs. Das sind halt eure Arbeitsplätze bis zu dem Punkt, wo man dann leider irgendwann einen Job sagen muss. Ja, deshalb Verlängerung des Kurzarbeitergeldes, damit deine längere Perspektive nehmen müssen. Das ist eine gute Sache.